Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Dragon's Dogma Part 67. Ich bin euer Affenkönig Dämlich und ich habe mir neue Vasallen geholt, die schon eine ziemlich hohe Stufe haben. Aber ich habe ja hier einen coolen Freund, der GTA Scheldorowski. Und wenn man mit jemandem befreundet ist, kriegt man den Vasallen kostenlos, weil wir wollen heute die letzte Quest angehen. Also ich denke mal, es ist die letzte. Und dann geht's ja quasi in den Darkest Dungeon, dann geht's in das DLC-Gebiet. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Also wir haben ja immer noch unsere Niki, mich natürlich. Und das ist auch schon die gute, die aussieht wie die Kräuterhexe Selene. Ja, sehr cool vom GTA Scheldorowski. Sie ist eine Waldläuferin, Stufe 132, also richtig krass. Und lasst es euch sagen, die hat faustdicke hinteren Ohren. Ihr seht es ja, 100 Küsse, reißt der Wind, großes Auslösen, Todesfall, Falterverderbnis, Spiralfall. Da ist alles dabei und ich freue mich riesig. Größe 1,54. Ja, ja, der laufende Meter macht richtig Ärger. Der Bogen ist so groß wie sie. Gut, dafür würde ich mich schon mal bedanken, GTA Scheldorowski, weil er hat mir das gleich gesagt. Hier, kannst du ja mal ausprobieren, wäre ganz cool. Natürlich mache ich das. Aber sie hat ganz schön zerschundene Knie. Mann, Mann, Mann. Ja, wer weiß, für wen sie sich da immer bücken muss. Aber das lassen wir mal unkommentiert. So, und da habe ich mir noch die gute Rose geholt. Eine Erzmagierin. Ja, und auch eine sehr coole Sache, wie ich finde. Die kann hier schönes, starkes Elektrisieren, Eiszapfen, Bolidenbeschwörerin, giftiges Miasama, Großzauber der Leere und heilige Nähe. Heilige Nähe, davon brauchen wir mehr als genug in dem DLC-Gebiet. Also wollen wir uns doch mal freuen. Sie hat schön viel Wissen, ist Stufe 97. Ja, sie kann halt alles. Das ist das Geile, ihr seht's. Erzmagierin, also Assassine und ich weiß nicht, ich bin, also der Erschaffer ist Assassine, der sie erschaffen hat und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Jetzt wollte ich nur noch mal schnell gucken, ob wir uns ein paar Fähigkeiten kaufen können. Ich habe am Ende des letzten Partes nur noch ein bisschen was aus unserem Lager rausgepümpelt. Und ihr könnt euch doch noch an den Pilz erinnern, den wir gesammelt haben. Ich wollte mal gucken, mit was der denn jetzt kombinierbar ist. Ob da irgendwas Tolles bei rauskommt. Hier ist er doch, der Dörrmorschel. Ja, Giftpfeile, Giftflasche. Na, dann ist er ja doch nicht so toll. Aber egal, wir gucken mal, ob ich hier noch schöne Fertigkeiten erlernen kann. Wir hatten hier unten so ein paar tolle Sachen. Ja, eine. Da muss ich aber wieder was rausmachen. Die Erneuerung regeneriert mit fortschreitender Zeit langsam die Gesundheit. Ist das nicht... ich weiß halt nicht, wie viel es regeneriert, aber das hört sich schon ganz gut an, oder? Also entweder das oder verdoppelt eure Wertschätzung, wenn Gegenstände nicht für seine Bereiche werden. Gut, das ist egal. Ich kaufe mal die Erneuerung. Und da können wir mal gucken, was wir denn da rausschmeißen können. Oder ob wir noch was Kleines hier kaufen können. Ne, Neubeginn. Ja, gut. Brauchen wir nicht unbedingt. Ne, alles gut. Fertigkeit ändern. Jawohl, das werden wir tun. So, wir haben hier die Beständigkeit. Erweitert die Obergrenze der Ausdauer. Das brauchen wir auf jeden Fall. Erweitert eure Sicht und enthüllt so leichter unbekannte Teile der Karte. Da werde ich das jetzt einfach mal durch... Die? Oh, hier haben wir ja auch noch. Gut, erstmal die Erneuerung. Was haben wir denn noch drin? Bewirkt, dass die Laterne einen größeren Bereich erhält. Das ist im DSC-Gebiet auch nicht schlecht. Obergrenze der Gesundheit, sehr gut. Verringert den Rückstoß, wenn ein Bogen abgefeuert wird. Ach komm, das mache ich jetzt mal raus, die Dämpfung. Wir haben doch bestimmt noch andere coole Sachen. Elastizität halbiert das Ausmaß von Verletzungen, die beim Fallen erlitten wurden. Hilft Fallen größere Entfernung zurückzulegen. Erhöht die Wirkung der verwendeten Stärkungsmittel, was vielleicht nicht so schlecht ist, wenn wir uns heilen. Verhindert, dass Pfeile ihr Ziel im Chaos des Kampfgeschehens verfehlen. Ja, entweder das mit dem Fallen oder
die Wirkung vom verwendeten. Ach, das mache ich mal. So, und da sind wir doch auch schon gut ausgerüstet. Dann hauen wir uns noch mal aufs Ohr. Ich glaube jetzt nicht, dass die Niki allzu viel gedient hat irgendwelchen anderen Leuten, weil ich ja gestern erst gespielt habe. Doch, sie hat doch jemandem geholfen. Einen, dem Mercurio, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Call me Mr. 13. Schöner Name. Okay. Na klar. Keine Gegenstände bekommen, kein Wissen. Standard alles. Der alte Standard. So, und dann könnten wir ja schnell reisen. Ich habe mir ja den Zielkristall dahin gebampelt zum Dragonforged. Da werden wir natürlich mal zu den hinreisen. Hatten wir ja eh vor. I've learned of beasts. Here we can rest, manage inventory and sehr schön. Oh nein, wer hat denn da diese schlimme Stimme? Die kleine Selene etwa? Jetzt muss ich die gleich mal ansprechen. Nein, nicht dich. Dich doch nicht. The inn seats offer a place for my kind to speak and receive guidance. Ja, sie hat schon eine sehr hohe Stimme. Gut, die ist auch sehr klein. Do mind your behavior inside, Master. A slight might see you arrested. Oh mein Gott, jetzt haben die alle so hohe Stimmen. Okay, alles klar, dann reißen wir los. Wir haben Heilung ist dabei. Wir haben ja auch jetzt richtig fähige Vasallen. Warum sollten wir das denn nicht schaffen? So. Alles klar, ab zum Drachengeschmiedeten und dann sehen wir mal, was uns da erwartet. Oh, mein Kater hat sich hier schon wieder zusammengerollt und schläft schön. Ja, ja. Schlaf nur, mein Großer. Schlaf nur. Okay, dann gehen wir mal rein. Mal gucken, was der uns zu sagen hat. Und ich nehme in der Zeit meinen Schluck Kaffee. Ah, wunderbar. So, was hast du denn zu sagen? Die Stunde ist gekommen, Erweckter. Die Tür ist offen. Such den Tempel am Gipfel des befleckten Berges, jenseits des Großwalds. Auf seiner Spitze, im Schatten des Lindwurms, dem Bewahrer des endlosen Rings, werdet ihr eure Entscheidung treffen. Was dort aus euch wird, könnt nur ihr entscheiden. Strategien Drachen. Und jetzt haben wir noch eine Weste geschenkt bekommen. Gut, dann geben wir die auch gleich mal weiter, wenn da nicht schon mal jemand was mitgemacht hat. So. Ihr könnt den Gegenstand des Vasallen nicht benutzen. Ich kann es doch aber auch nicht benutzen. Ein altes Buch der Vasallen, das verrät, wie man einen Drachen so aus dem Gleichgewicht bringt, dass er sein verwundetes Herz offenlegt. Eure Gruppe verfügt bereits über dieses Wissen. Oh, dann hat die Niki den Drachen auch schon mal getroffen. Na gut. Dann übergeben wir das aber trotzdem mal. Oh, das Lied ist echt geil. Hört das im Hintergrund? Oh. Nice, nice, nice. So, dann haben wir bekommen eine Weste aus Drachenleder. Eine Weste aus sehr wertvollen Drachenleder. Gehen wir mal zur Ausrüstung, gucken, was das Ding kann. Ja, die müssen wir natürlich erstmal aufwerten. Aber die können wir dann anziehen, ja. Sieht jetzt nicht super toll aus, gell? Das sieht unsere Kettenringe hier, Kettenhemd, schon cooler aus. Aber naja, so ist es nun mal. Na gut. Reist zum befleckten Berg. Jawohl. Oh, wie das Licht durchbricht.
So, und heute sollte eigentlich Gott der Vater zu mir kommen, also um euch mal zu sagen, welcher heute ist. Heute ist der 19.04. Und ja, DHL war immer noch nicht da und ich hatte ja auch schon mal, dass ein Paket unterwegs weggekommen ist oder geklaut wurde. Nicht, dass sich da jemand meine Collector's Edition unter den Nagel gerissen hat, dann flippe ich aber aus. So, wo ist denn dieser schöne Berg? Schauen wir doch gleich mal. Ist das. Das ist doch. Ah, dort oben hin. Ha, ja. Das ist natürlich jetzt. Ein bisschen ärgerlich. Weil wir dort gar nichts haben. Das heißt. Oh mein Gott, wir müssen. Ne. Wir müssen von Grand Zoran bis dahin laufen. Oh, das ist aber. Das ist aber schmerzlich ärgerlich. Ja, wir haben hier noch einen. Aber der bringt uns auch herzlich wenig. Ich weiß nicht, was passiert. Wenn wir hier reingehen würden in die Grenzkavernen, gibt es da einen anderen Ausgang noch? Seenschinderschlucht? Seenschinder? Nee, nicht wirklich. Katakomben, Katakomben, Katakomben. Steinbruch. Altar des Wassergottes, waren wir auch drinne. Alte Steinbruch Südeingang. Tja, Leute, das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass wir uns da keinen hingelegt haben damals. Aber es hilft ja alles nicht. Da werden wir wohl noch den ein oder anderen Monster begegnen, nehme ich an. Aber da können wir gleich mal gucken, was denn so unsere neuen Leute so cooles können. Also ich habe die Fähigkeit natürlich genau ausgecheckt. Das ist ja klar. Oh, da unten gehe ich nicht, oben gehe ich nicht lang. Zu den ganzen Harpien, Gesocks. Jawohl, und schön runtergeslidet. Ja. Ja. Wo wir uns jetzt hinten den Kristall eigentlich mitnehmen können. Wenn nicht, muss man unser ganzes Zeug dann einfach wieder raushauen. Also ich meine unsere ganzen Materialien, weil ich möchte nicht schwer beladen in einen ultraschweren Kampf gehen. Ja, das lassen wir jetzt auch mal rechts liegen. Und verbrauchen schön unsere Ausdauer hier. Aber den möchte ich haben, den Apfel. Sehr schön. Rose hebt ihn gleich auf. Rose, auch ein cooler Name irgendwie. Komm zurück, Jack. Komm zurück. So, hier. Apfel. So schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Ja, was gibt's denn hier? Scharlach Engelswurz. So, gleich wieder ein Turbo reinlegen hier. Nee. So, da müssen wir versuchen, ob wir an den vorbeikommen. Ja, ihr könnt euch jetzt zwar aufregen, dass ich jetzt hier davonlaufe. Nein, so würde ich es nicht sehen. Ich würde einfach sehen, ich möchte, dass ihr in diesem Part noch was Neues Schönes seht und nicht wie ich das x-te Monster zum x-ten Mal besiege. So, da sind wir schon mal da, wo der alte Zielkristall stand. So, hier haben wir noch was zum Aufmachen. Jawohl. Oh, ich liebe dieses Geräusch von Stein auf Stein. Das ist wie das Menü von Kingdom Come Deliverance. Wenn man das Menü aufmacht, ist es auch wie so, als ob jemand mit so einem Steinmörser, keine Ahnung, irgendwelche Kräuter zermalmt oder so. Es hört sich einfach, ich liebe das irgendwie.
seid bitte ruhig. Ich mag eure Stimmen nicht. Ihr müsst euch erst beim Kampf beweisen, dass ich das ertrage. Aber ihr seid alle beide, die haben alle beide sogar hier die Pippi Langstrumpf-Frisur oder Selene-Frisur. Aber nur die echte Selene ist die richtige Selene. Obwohl in GTA Schadrowski seine schon sehr gut aussieht, sehr nah am Original, würde ich sagen. Oh, so viel Äpfel, das ist gut. Da können wir unsere Gesundheit so schnell werden, die nicht vergammeln. Da haben wir gleich noch ein paar Sachen, die uns heilen. Falls da noch ein schöner, großer Kampf kommt. So, und gleich weiter. Immer weiter. Oh, und heute war es bei uns echt brütend warm. 26 Grad, mein lieber Gesangsverein, du. Da bin ich an der Arbeit schon ganz schön in Schwitzen gekommen. Wir haben Bäume gepflanzt, obwohl man das bei der Hitze eigentlich gar nicht machen sollte. Hätte man schon einen Monat vorher machen sollen. Ja, und auf jeden Fall sind da ja immer so drei Pfähle drum. Und, oh, meine Güte, Junge, das war richtig krass. Also, die Pfähle musste er reinrammen, um den Baum in die Erde. Und das war aber halt keine richtig schöne Erde. Ungefähr 10 cm gute Erde oder 20. Und dann kam wirklich nur so eine Art, Erde mit Schottergemisch. Und das war echt übel schwer, die da reinzuledern. Ich glaube, 14, 15 Stück haben wir heute gemacht. Morgen kommen noch mal ein paar mehr dran. Also, mein lieber Schwein. Oh nee, da hinten ist ein Chimäre. Na gut, da können wir gleich mal gucken, was sie können hier. So, jetzt müssen wir erstmal warten, weil unsere Ausdauer so ziemlich am Ende ist. Ja, dich werde ich erschlagen, das kannst du auch wissen. Ein paar explosive Bolzen gleich mal. Ah, das sieht aber richtig gut ab, ey. Ja! Das ging ja richtig fix. Selene und Rose, ihr seid klasse. So, das Zeug nehmen wir natürlich mit. Ah, wir müssen nur aufpassen, dass wir da nicht überladen sind. Deswegen will ich hier auch ziemlich schnell durchkommen. So, wo ist denn jetzt der richtige Weg? Lass uns mal auf der Karte gucken. Oh nein, jetzt müssen wir ein Stückchen zurück und hier oben lang. Oh, aber wenn wir durch die Seen schinder... Ja, gut, dann können wir auch anders laufen, wenn wir durch die Schlucht gehen wollen. Da können wir auch anders laufen. So, hier oben müssen wir nämlich lang. Ah, da kommen wir jetzt wieder bei den ganzen Frauen vorbei, die uns nach dem Leben trachten. Ja, ja. Mädels, macht ihr ruhig. Ich habe schon so viele von euch abgeschlachtet, das wundert mich echt, dass ihr immer noch da seid. Oder sagen wir mal so, dass sie mich immer noch eigentlich bekämpfen. Es macht doch keinen Sinn. Seht es doch mal ein. Ach, du. Ich muss endlich mal aufhören, weniger zu rauchen. Keine Ausdauer, der Kerl. Keine Ausdauer. Ah, mein Kaffee wird kalt hier in der Ecke. Das gefällt mir gar nicht. Obwohl kalter Kaffee auch geil ist. Oh nein, jetzt versperrt der Ochs wieder den Weg. Frischfleisch, ja, ja. Das sagt sie im Knast auch. So, mein Dickerchen, komm. Ja, aber mittlerweile ziehen die Pfeile auch ein bisschen was ab. Ich hoffe natürlich, dass wir noch ein paar andere coole Sachen finden. Also an Waffen. Im DLC-Gebiet gibt es auf jeden Fall geile Sachen. Aber vielleicht da jetzt hier auch noch was Schönes. Renn!
Udo, renn! Aber konnte man nicht auch irgendwie rollen? Wie war denn das? So, schön auf den Kopf. Ah, das war der Arm. So, jagen wir ein paar explosive Pfeile rein. So, schön bis an den Kopf. Jawohl, da brennt der Helm. Und entzünden! Eieiei, jetzt hat er uns aber erwischt. Ah! Ich lieg genau drunter. Komm, brenn, mein Dicker, brenn. Jawohl. So, haben wir den auch noch mal besiegt hier, Mr. Fettarsch? Gib mir mal dein Zeug. So, vielleicht können wir ja auch für den letzten Dungeon, wenn ihr euch im letzten Part dran erinnert, vielleicht gibt es ja da vom Herzog irgendwie einen Schlüssel. Vielleicht bekommen wir den irgendwann noch. Das wäre ja ganz geil. Oh, ich kann nicht mehr. Ah, das ist doch ja, genau, das war ja auch die Festung von den Frauen. So, jetzt kommen wir der Sache doch schon näher. Also immer rechts halten und dann hier noch. Okay, so machen wir das. Das ist auch so ein geiler Stab, den die Rose da hat. So ein bestimmter. Hä, wer steht denn da? Wer ist denn das? Hallo? Ist das ein Vasall? Jemand hat den Zyklopen getötet, den Lady Ophis sich als Haustier hielt. Sie ist schrecklich zornig. Schlimmer, als ich es jemals erlebte. Am besten, ihr lasst sie vorerst in Ruhe. Ach, deswegen, weil wir den Zyklopen getötet haben, oder was? Oh nein, Harpien. Schnell weiter. Oh nein, noch ein Chimäre. Klippenwurz. Ja, passt ja, hier an der Klippe. Ah! Ah Mist, die Harpien sind uns auch gefolgt. Ja, man hätte natürlich auch einen Krieger mitnehmen können als Vasallen, aber ich bin mit dem letzten Mal mit unserer Waldläuferin und unserer Erzmarkerin hat das sehr gut geklappt. So, die Schlange wurde schon mal abgeschnitten. Ah, der mag ihm auch kein Feuer, gell? Das kann er gar nicht haben. Na, komm her! Ja. Ah, deswegen geht er auch so schnell vor die Hunde, weil der mag
absolut kein Feuer, der Junge. Oh, Politenhagel! Jawohl. So, dort oben waren wir schon mal, gell? Aber wir müssen auch da lang. Das ist der beste Weg, um da hinzukommen, wo wir hin wollen. So, und bevor mir jetzt hier irgendwas abstürzt, jetzt muss ich hier unbedingt mal speichern. Ich weiß, das Spiel stürzt eigentlich so gut wie nie ab, aber... Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man so schön Progress gemacht hat, dann will man auch unbedingt speichern. Und ist dann so ein bisschen erleichtert, wenn man gespeichert hat. Wenn man weiß, ach, das kann mir keiner mehr nehmen. Und wenn es dann noch online hochgeladen wird, dann ist man doppelt sicher. So. Aber da hoch, wo sind wir da jetzt auf dem richtigen? Nee, wir sind... Sind wir falsch? Nee, dort geht's hoch, alles gut. Lasst mich ja in Ruhe. Ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Nicht jetzt. Nicht heute. Nicht hier. Niemals. Oh, WrestleMania war doch einwandfrei. Es waren zwar jetzt nicht so die allerbesten Matches dabei, sage ich mal. Es waren so 3 Matches, wo ich wirklich gesagt habe, ja, die waren geil. Aber, naja, Entertainment-mäßig wurde halt sehr viel geboten und viel Überraschung. So, dann begeben wir uns mal in die Höhle des Löwen. Ah, hier können wir ja, glaube ich, auch übernachten. Vielleicht gibt es ja jetzt hier auch noch ein paar neue Waffen. Und hier können wir auch das Zeug, ja, das machen wir gleich. Können wir gleich nämlich auch das Zeug zurücksenden ins Lagerhaus. So, sehr schön. Wir brauchen ja nicht alles mitschleppen, wenn wir es eh nicht brauchen. Die andere natürlich auch nicht. So, was haben wir noch? Die Weste wollten wir behalten. Die wollten wir erstmal aufwerten lassen. Das können wir natürlich auch machen. So, und da können wir doch gleich mal gucken. Da Matthias! Servus Matthias, zeig hier mal her. Zeig hier mal das Zeug ist. Erstmal von der Niki. Die hat noch einen Morgenstern gefunden. Das Drachenstammband mit einer Drachenschuppe. Oh, 4 Drachenschuppen brauchen wir da. Lohnt sich das denn? Nee, das lohnt sich überhaupt nicht. Ah. Das lohnt sich ja wirklich so gut wie gar nicht. Was kann man denn da machen, Mensch? Nee, das ist mir echt. Das ist mir echt zu teuer. Die roten Schenkelstiefel, ja, die. Das kostet auch nicht so viel. Das machen wir auf jeden Fall. So, und. Oh, der Hoheitsumrang. Der wurde also veredelt vom Drachen, oder? Ach nee, das ist ja die Selene, ich Ochse. So. Paladinsmantel. Löwenrücken. Weste aus Drachenleder. Können wir nur die erste Verbesserung machen? Ist natürlich nicht so schön. Brauchen wir noch eine Bastardschwinge, Bernstein, Drachenschuppe. Uiuiui. Das ist natürlich schwierig zu finden, alles. Aber Regensturm, was braucht denn der noch? Taubenblut. Woher kriege ich denn Taubenblut, bitteschön? Makabrium. Hm. Aber egal, wir sind, glaube ich, trotzdem ganz gut aufgestellt. Was Neues hat er aber auch nicht, der Kerl. Dämonensicheln. Oh, die sehen ja sowas von genial aus, gell? Junge, Junge, Junge. Gnadenstab. Nee, nee, das brauchen wir alles nicht. Nicht, 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 nicht. Haareschlag hatten wir ja, aber der war auch nicht besser. Na nee, gut, da hat man alles schon durchgeguckt hier. Lass mich in Ruhe, du Hund. So.
Raynor ist nicht mehr da. Der war ja auch mal hier. So, da würde ich sagen, gehen wir nochmal nein jetzt hier. Mal gucken wir mal, was sich hier getan hat. Ich speichere aber natürlich nochmal kurz vorher. So. Lassen wir uns mal überraschen. Aber wir sollen ja auf den Berg steigen, ja, auf den höchsten Berg irgendwie. Climb a hill and learn a skill. Nee, wo ist... Nee, da hinten ist auch nichts. Also immer weit... Ja, kann das sein, dass wir irgendwo nicht reingekommen sind? Ich kann mich aber gar nicht mehr so richtig dran entsinnen. Riesiger Geldbeutel. Ja, hier sind wir risch. Hier sind wir risch. Immer weiter, du. Sei auf der Hut. Grimmige Monster lauen nah bei. So beschreitet ihr nun den Pfad aller wahrer Erweckten, dem Drachen entgegen und der letzten Wahrheit auf der Spur. So, könnt ihr euch hier dran erinnern, das war ganz vom Anfang ein anderer Erweckter, der auch diesen Weg beschritten hat mit seinen Vasallen. Allerdings hatte der nur einen Hauptvasalle dabei. Hier fällt man tief. Hier fällt man tief, mein Meister. Oh, auch schöne Musik. Ah, da sind sie doch, die Hunde. So, da werde ich mich mal entzünden. Das mögen die ja gar nicht. Oh Leute, ich sehe gerade, da sind wir ja gar nicht mal so stark, hä? Die haben es ja ganz schön in sich hier, selbst die Dinos. So, die Verbrennung gleich wieder weg. Oh Leute, die waren jetzt schon ganz schön stark, oder? Vielleicht haben wir dann ganz schön was zu tun. Also wir spielen auf Normalmodus. Ich hatte auch schon mal auf der PS3 schwer gespielt. Das war aber schon ganz schön zackig. Und dazu habe ich ja mein Dark Souls. Deswegen spiele ich die meisten Spiele immer auf Normal. Ist er jetzt runtergefallen? Ja. So, nehmen wir aber die tiefschwarze Echsenhaut mit, weil von den Materialien haben wir jetzt ja wirklich so gut wie noch gar nichts. Jetzt kommt ja wahrscheinlich eh jede Monsterart und müssen die erstmal alle bekämpfen. Da! Oh, die ist aber auch ganz schön stark, hä? Ja, aber hallo. Selbst die gibt schon 371 EP. Lavablüte, Lavablüte. Hier müssen wir alles mitnehmen, weil viele Sachen, die es hier gibt, kriegt man draußen in der Welt nicht. Oh, jetzt haben wir auch irgendeine coole Rüstung gefunden. So, schön. Grenzes Kraut. Können auch dann auch Heilung können wir uns auch alles mitnehmen, was wir so finden. Auch Drachen sterben, ja. Jawohl.
Ja, Schwanz abgeschlagen. Ja gut, durch unsere zwei neuen Vasallen, durch die Rose und die Selene, sind die natürlich hier für uns jetzt ein leichtes, aber wir müssen natürlich umso mehr aufpassen, dass wir da nicht Gefahr laufen, getötet zu werden. So, was gibt's denn hier? Seelenheil? Ah? Nee. Lavablüte. Alles mal mitzerren. Wir können das immer noch rausschmeißen. Was wir nicht brauchen. Aber vielleicht können wir kurz vorher noch ein paar coole Sachen kombinieren. Da ist eine Kiste versteckt. Jawohl. Muss aber erstmal drauf kommen. Ein goldener Gürtel. Sehr schön. Nein, bitte geht nicht runter. Bitte hierher. Coming! Ja, sieht aber schon ganz schön runtergekommen hier aus. Schon jahrhundertlange Kämpfe hier. So viele Erweckte, die hier schon lang gehorcht sind. Und wahrscheinlich auch viele, die gestorben sind. Ah, da ist die Geldbeutel. Ah! Nicht mit mir, mein Freund. Aber wie gesagt, Feuer mögen sie gar nicht. Hat er jetzt was verloren? Da unten liegt er. Nee, das ist aber schade. Da auch nicht. Ah, da ist Echsenhaut. Ja, ich komme ja schon. Jetzt könntet ihr nicht mal alleine gehen. Ach, da kommen Erinnerungen hoch, direkt vom Anfang, ha? Der Karzer. Juwel der Beständigkeit. Juwel der Zeit. Gibt's doch bestimmt auch noch was für einen Skelettschlüssel, kann das sein? So, gleich noch einmal speichern, du, damit wir hier auch nicht Gefahr laufen, dass hier was abkackt. So, wie sieht's aus? Die Vorkammer des Tempels. Ja, wo seid ihr denn? Succubus. Komm her hier, ja! Oh, jetzt haben wir noch Wölfe! So, schnell entzünden! Boah, das sind ja übelst Schattenwölfe. Ne, das sind keine normalen Schattenwölfe. Die haben rote Augen. Werwölfe! Haha! Schön, die brennt jetzt bei mir auf dem Arm, einwandfrei! Brenn sie, Saufi, du Elendes! Politenhagel! Don't allow it to
trotz dass es so leichte Gegner eigentlich sind, ne? Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich glaube, bei meinen anderen Playthroughs bin ich da erst später hingegangen, habe dann wirklich nochmal gegrindet. Und bin dann, glaube ich, mit Level 50, paar 50, 55 vielleicht oder so. Vielleicht auch noch länger. Und ihr kennt das ja, wenn man was zum ersten Mal durchspielt, dann ist man meistens eh immer ein höheres Level. Aber ich denke mal, wir können das schon schaffen. Ah, da ist Kollege Wolf hier unten. Aha. Alter, die können ja richtige Feuerbälle schießen. So ein, vor allem die ganzen Toten, wie sie in der Ecke kauern. Gut, da begeben wir uns mal runter. Ah! Wo ist er? So, sehr schön. Was verlieren denn die? Ein besonderes Fell oder irgendwas? Nee. Schade. Ich dachte, dass es da irgendwas Schönes gibt. So, wie sieht's hier aus mit Schätzen? Ah, da ist schon mal Geld. Licht an. Na komm. Jawohl. Salomes Geheimnis. Aha, das ist doch der Zauberer, den wir besiegt haben. Erzmarkt, ja, glaube ich auch. Ah, da oben ist noch was. Konditionsquell. Hier ist auch noch was Schönes. Ein Flechtbogen. Hm. Nein, keine Illuse vor. So, dann könnten wir uns dann nochmal leer machen und dann gehen wir auch strikt weiter. So, was haben wir denn? Nichts Neues hier. Na gut, meine Freunde. Vor dieser geheimnisvollen Kammer werde ich diesen Part erstmal beenden. Das war Dragon's Dogma Part 67. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Schaltet bitte wieder ein, weil dann könnte es zum Drachen gehen. Lasst mir ein Like da. Ich bin euer Affenkönig Dämlich. Macht's gut.